Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City, Folge Nummer 49, die wahrscheinlich Riddler 6 Rätsel 6 heißen wird. Wenn ich mich irre, wenn nicht irgendwas anderes dazwischen kommt. Wir sind natürlich noch immer auf der Suche nach irgendwelchen Riddler-Trophäen oder Riddler-Rätseln oder sonstigen Nebenmissionen in Arkham City. Und wir sind wieder in Victor Zells Versteck. Denn, wie in den Kommentaren stand, lag ich schon richtig. Mit dem Verdacht, dass es hier noch eine Trophäe gibt, die ist ja auch auf der Karte eingezeichnet. Zeig's dir mal ganz kurz. Jo, die ist ja hier auf der Karte eingezeichnet. Und ich lag wohl auch insofern richtig, dass ich ungefähr wusste, wo die war. Ich war nur zu blöd, um es genauer zu untersuchen. Oder hab's einfach nicht genauer gesehen. Auf jeden Fall stand in den Kommentaren wieder mal Vader. Danke mal, also wieder mal vom Vader, danke für den Tipp. Auch mal wieder. Ich soll mich da noch mal ein bisschen umsehen. Es wäre schon richtig gewesen. Und ich soll den Seilwerfer nutzen. Und ich habe es schon ein bisschen vorbereitet. Ich bin ja nicht doof. Ich will ja gucken, ob das tatsächlich ist. So. Hier einfach rübergehen, eine Eisgranate hinwerfen. Und da ist ja auch schon die Trophäe. Und jetzt, wo wir die haben. Ist ja egal. Wir haben einen Entwurf freigeschaltet für die Lazarusgrube. Und wir können wieder aus Victor Zells Versteck verschwinden. Das brauchen wir nicht. Da wollen wir nicht sein. Das interessiert uns nicht. Dieses blöde Versteck von Victor Zells, dem Messerschwinger. Der hat bestimmt keine Freunde. Deswegen ist er so einsam und verrückt. So ähnlich wie ich. Ich habe auch keine Freunde und bin deswegen einsam und verrückt und redet die ganze Zeit mit dem Mikrofon. Naja. Was haben wir denn hier? Riddlers Geisel. Achso, ja stimmt. Die müssen wir auch noch holen. Gut, ich würde sagen, wir machen vorher mit anderen Rätseln oder Trophäen weiter. Wir sind ja fast schon fertig beim Industriegebiet, was zumindest meine sichtbaren Trophäen angeht. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind noch mehr. In den Kommentaren stand auch, es wäre schade, dass ich so viel im Voraus aufnehme. Das stimmt, ist auch schade. Muss ich es auch ganz klar sagen, ist schade. Ich habe es auch etwas übertrieben mit dem Voraus aufnehmen. Normalerweise habe ich immer gesagt, eigentlich nicht mehr als maximal 5 Folgen im Voraus aufnehmen. Ich glaube, ich habe 6 oder 7 Folgen im Voraus aufgenommen gehabt. Ne, ich glaube, ich habe 5 Folgen im Voraus aufgenommen. Nein. Doch, so ein 7 Folgen, genau. Wenn die ganzen Folgen, die Riddlers Rätsel da hießen, die wurden alle im Voraus aufgenommen. Und dann gab es noch die Folge mit Bane. Und wenn es jetzt 5 Riddlers Rätsel Folgen sind, dann und dazu noch eine Bane-Folge. Okay, dann waren es 6 Folgen, die ich im Voraus aufgenommen habe. Eine zu viel oder allgemein zu viel. Ich habe mir gesagt, ich nehme in Zukunft nicht mehr so viel auf im Voraus. Es geht nicht mehr anders. Arkham City. Was für ein Dreck. Na, verdammt. Da muss ich jetzt wieder timen. Es sei denn, es geht nicht anders, weil ich einfach Zeitdruck habe. Überhaupt nicht im Voraus aufnehmen wird leider nicht funktionieren, weil ich einfach mehrere Let's Plays am Laufen habe. Die muss ich ja derzeit nicht aufnehmen, da habe ich es auch etwas übertrieben mit dem Voraus aufnehmen. Dragon Age 2 zum Beispiel ist schon komplett durchgespielt. Die lade ich nur noch hoch, aber es war auch so angekündigt. Inquisition läuft ja momentan auch bei mir. Habe ich auch eine Menge Folgen im Voraus aufgenommen. Wir sind da momentan, glaube ich, bei Folge 16. Also heute, wo das Video veröffentlicht wird, glaube ich, ist Folge 16 oder Folge 17. Und, Und ich habe irgendwie 20 Folgen oder so, glaube ich, im Voraus aufgenommen. Das heißt, ich kann der Batman tatsächlich täglich aufnehmen. Das wäre also eigentlich kein Problem. Theoretisch. Ich weiß nur nicht, ob ich es tue. Ich sag aber, ich nehme maximal 3 Tage im Voraus auf, weil ich momentan 3 Projekte habe. Dann könnte ich, wenn ich die wieder aufnehmen müsste, jeden Tag eine Folge oder jeden Tag 3 Folgen für jedes Projekt aufnehmen. Dann habe ich da so eine kleine Routine drin, aber naja. Falls ich hier rauskomme, verlasse ich sofort dieses stinkende Gotham City. Mann, ich würde sogar nach Bloodhaven gehen. Ist dir
überall besser als hier. Mhm. Schon klar. City gebracht. Oh, wäre ich nur 5 Minuten mit diesem reichen Bastard allein. So, Trophäen haben wir auch gesammelt. Die Sprüche unterdessen, die langweilen mich alle, die hier abgeben, die immer dieselben. Wir könnten uns so eine Kanalisation umsehen, wenn ich mich nicht irre. Gab es. Was ist mit dem los? Er ist entwischt. Er hat irgend so eine Art Nebel benutzt. Was war denn jetzt mit dem los? Warum wirft er eine Granate? Und wieso explodiert die nicht richtig? Hey, guck mal, ich hab was entdeckt. Ich hab ihn! Er ist hier drüben! Übst du nicht etwa deine Waffe wieder auf? Oh, jetzt haben sie uns auch erwischt. Naja, er macht nix. Du solltest doch Mr. J retten, Fledermaushirn! Ja, Mr. J ist jetzt nur leider tot. Spoiler! Moment, ich hab das Spiel schon durch. Das Gesicht von, die Geschichte von Black Max Flucht, Black Masks Flucht scheint mir etwas löchrig zu sein. Die muss ja auch irgendwo in der Nähe sein. Es ist allerdings noch nicht auf der Karte markiert. Das heißt dann ja, dass hier irgendwo ein Riddler-Informant rumlaufen muss. Ja, irgendwo, ne, da hinten. Den schnapp ich mir mal kurz. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, zu verhungern oder den Dreck zu fressen, den sie uns hier als Essen vorsetzen. Was haben wir denn hier? Ach du Scheiße, was soll das denn? Aha, okay. Ich habe mir leider die Position von dem Ding nicht gemerkt. Also nochmal. Okay, das ist der. Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Es ist der unten rechts. Links. Mann, bin ich gut. Oh, sind sie wieder? Schnappen wir sonst mal. Es ist Batman. Was macht ihr denn noch hier? Der Titan ist doch weg. Na, endlich. Du kannst das hier mit oder ohne Schmerzen hinter dich bringen. Bitte tu mir nichts. Ich werde dir alles sagen. Das war mir klar. Untergeheimnis hinzugefügt. Industriegebiet und U-Bahn. Ja, in die U-Bahn müssen wir noch. Da ist noch ein Rätsel, das ich nicht lösen konnte. Das stand auch in den Kommentaren, wie ich das lösen kann. Ich habe nur gerade keine Ahnung mehr, wie das war, wo das war. Es ist irgendwo in der U-Bahn. Ich weiß nur nicht, wo. Und im Stahlwerk sind auch noch Sachen. Im Stahlwerk ist noch ein... Egal, es ist gar nicht im Stahlwerk. Die Trophäe von Riddler ist gar nicht im Stahlwerk, aber im Stahlwerk müssen wir noch Mr. Freeze Ding suchen. Wahrscheinlich ist das Rätsel hier drin. Also wer die Kommentarbereich verfolgt, der weiß sowieso, welches ich meine. Oder wer die Folge gesehen hat, in der wir in die Kanalisation gegangen sind und dann in Wonder City rausgekommen sind. Da gab es ein Rätsel, das ich nicht lösen konnte. Mit Gas und sowas. Ich meine, das wäre, wenn man das... das wäre da unten, wo das große Loch im Boden ist. Und hier soll irgendwo eine Riddler-Trophäe sein. Hier ist doch nur ein Teddybär. Frage ist, warum ist hier ein Teddybär? Ich sehe hier keine Riddler-Trophäe. Die ist. Ist da was drin?
Oder ist da nichts mehr drin? Ich muss mal gucken auf die Karte. Aber wahrscheinlich ist da noch was drin. Uiuiui. Ey, nicht zugehen. Muss da doch rein. Aha, hier ist eine Druckplatte, aber was bringt die Druckplatte? Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Die Druckplatte aktiviert das Terminal und dann können wir das Terminal hacken. Und dann können wir hier wieder rausgehen. Und dann können wir die Wand in die Luft jagen. Und dann können wir das Ding holen. Okay. Damit hätte er die auch geholt. Wir räumen hier richtig auf. Nach und nach. Wenn es so weitergeht, dann sind wir hier in 10 Folgen fertig. Ja doch, das denke ich tatsächlich. Das 10 Folgen oder so wird es noch dauern. Dann sind wir hier fertig. Leider, leider nicht 2 Wochen. Weil sobald wir hier ja fertig sind. So ist zumindest der Plan. Wo ist denn jetzt die Tür? Ist wahrscheinlich unten, oder? So ist ja zumindest der Plan, dass wenn wir hier fertig sind mit den allen Missionen und Aldefreen und sowas sammeln, dass wir dann den Harley Quinns Rache DLC machen. Allerdings muss ich auch sagen, momentan bin ich finanziell etwas knapp wegen Weihnachten. Ach, da oben ist Trail. Wegen Weihnachten bin ich momentan finanziell etwas knapp dran. Deswegen könnte es sein, dass sich der CLC verspätet. Also nicht verspätet, sondern spät kommt. Ja, die Lösung ist hier ja offensichtlich. Einfach rübergehen. Dann können wir den Schalter drücken und dann geht der Strom aus. Ich hoffe nicht, dass es dazu kommen wird, aber ich habe die Befürchtung, dass es dazu kommen wird. Also bitte nicht böse sein, wenn der DLC nicht wird. Ah! Nicht direkt nach dem 100% Ding kommen wird. Nachdem wir hier mit Arkham City vollständig fertig sind. So. Als Vorwarnung. Kommt noch einer. Da hinten kommt der letzte. Oh, das waren 2. Okay. Dumme kleine Fledermaus. Wer soll dich jetzt noch retten? Ich hätte einen viel besseren Reim gehabt, aber der wäre hier nicht passend gewesen. Der wäre nicht jugendfrei. Dumme kleine Fledermaus. Harley, zieh doch mal dein... ja. Turm von Strange ist einfach explodiert. Hat Batman ihn gesprengt? Jo, nein, das war Strange selber. Also, wir haben Strange eventuell dazu gebracht, ihn Luft zu jagen. Nein, Moment auch nicht, das war... der verrückte chinesische Mann. Der sich dann selbst aufgeschmissen hat. Der aber mit Sicherheit wieder auftaucht. Das kann ich dir garantieren. So. Die Ritter-Trophäe hätten wir gesammelt und wir sind aufgelevelt. Dann holen wir uns mal die Spezial-Peitschen-Kombo-Schlag für Batwoman. Mit dem wir Gegner betäuben können. Als Catwoman. Und so. Muss ja auch sein. Ne, toll. Einmal drüber. Ich war doch nie weg. Was? Hit. Ist jetzt mal wieder die Scheiße los in auf dem Boden. Mir eine scheiß Schusswaffen hier. Total nervig.
fand es viel cooler, als noch nicht jeder eine Schusswaffe hatte. Wo ist jetzt die komische Trophäe? Ist die hier unten? Lul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 . Oh, guck mal, eine Kamera. Oh, eine Wand, die man in die Luft jagen kann. Ja, 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 ich weiß, ihr mögt mich nicht, ich mag euch auch nicht. Ihr seid alle ein... keine Ahnung, Schnabelgesicht. Was ist denn dies? Ach so, ein Terminal zum Hacken. Klar, ich bin nicht doof, ich weiß, was das ist. Ich habe dich nur getestet. Du das auch wusstest. Ach, eine Riddler-Trophäe. Das ist höchst interessant, sowas habe ich noch nie aufgesammelt. Und die anderen beiden und die restlichen sichtbaren zwei Riddler-Trophäen sind hier, aber ich kann sie nicht markieren. Aus irgendeinem Grund. Was mich fast schon glauben lässt, dass sie nicht dort sind, sondern woanders. Im Wonder Tower. Kann nämlich gar nicht sein. Kann ich nicht markieren. Die sollen hier sein, aber ich kann sie nicht markieren. Das ist ja interessant. Bane ist doch eingesperrt. Oder sollte noch eingesperrt sein. Ich weiß ja nicht, ob die Leute ihre komischen Oberbösewichte befreien, nachdem wir fertig mit denen sind. Das wäre natürlich nicht Sinn der Sache. Aber ich meine, das klingt logisch und ist auch eigentlich immer der Fall. Aber dass sie sofort befreit werden, glaube ich ja nicht. Ah, guck mal. Das weiß ich noch, wie es geht. Verdammt. Da brauche ich mehr Schub. Das bisschen Schub reicht nicht. Da brauche ich mehr. Ich muss höher. So. Ich glaube, das sollte reichen. Jetzt muss ich nur... Ich glaube, ich bin richtig, oder? Ja, die richtige Position finden, genau. Wie, es reicht nicht. Willst du mich verarschen? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Huch. Wie hoch? Der Turm ist minimal höher, vielleicht klappt es damit. Nein? Immer noch nicht? Komisch. Jetzt bin ich aber verwirrt. Ich meine, wenn es mit so viel Schwung nicht klappt, mit wie viel Schwung soll ich es dann versuchen? Ich kann ja schlecht da hoch und dann hier hingleiten, ohne an Höhe zu verlieren. Ich meinte, ich hätte schon richtig gemacht mit dem Runtergehen und dann wieder Hochgehen. Vielleicht soll ich auch vom Wonder Tower da runter, dahin. Das kann natürlich auch sein. Da gibt es ja übrigens ein Achievement für. Vom Wonder Tower runterspringen. Also eigentlich irgendwie 2 Minuten lang oder so gleiten. Oder eine bestimmte Zeit lang gleiten. Ohne Schuh. Nee, immer noch nicht. Also irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Ich probiere es nochmal.
Aber hier könnten wir sogar über die Mauer fliegen. Das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen runter. Und dann mache ich mal Schockwelle. Ja, es hat geklappt. Ich weiß nicht, ob es an der Schockwelle lag oder an der Höhe. Aber ich glaube, es lag an der Höhe. So. Damit wäre die Trophäe ja auch eingesammelt. Dann hätten wir hier noch eine. Ne, wir haben hier immer noch zwei Stücke. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Aber sonst haben wir hier im Industriegebiet eigentlich keine mehr, außer als Catwoman. Ich möchte so gern wissen, wie ich da rankomme. Vielleicht hast du ja eine Idee. Wenn nicht, finde ich sicherlich in der Lösung die Lösung. Und dann müsste hier auch noch irgendwo ein Riddler-Informant rumlungern. Ich guck mal nach, ob ich die Lösung dafür finde, entweder in den Kommentaren oder in einer Komplettlösung. Und dann gucken wir nach, dass wir hier... Also gucken wir mal nach der Geisel, die wir ja immer noch retten müssen. Also ansonsten sind wir hier im Industriegebiet fertig. Zumindest nach dem, was ich sehe. Wir sind ja tatsächlich wahrscheinlich noch lange nicht fertig. Wahrscheinlich gibt es ja noch einen Haufen... Ah ne, es gibt noch ein Rätsel, genau, das mit dem Two-Face. Nee, nicht Two-Face, sondern... Wenn du auf seinem Parkplatz parkst, gibt es vielleicht einen Strafzettel. Nee, den meine ich nicht. Genau, Industriegebiet. Da gibt es noch einige, zum Beispiel... Beantworten lässt sich diese Frage nur aus einer angewohnten Perspektive. Ob du das hinbekommst? Ich weiß nicht. Die Geschichte von Black Masks Flucht schien mir etwas löchrig zu sein. Ja, das müssen wir auch noch lösen. Wenn man in Arkham City ein Zeichen setzen will, braucht man einen ganz speziellen Immobilienmakler. Ja, und da müssen wir noch Zeigerkameras finden. Und dann müssen wir noch einen Tiger Computer hacken. Also eine Tigerstation, die aus irgendeinem Dach sein muss. Ich weiß allerdings nicht genau wo. Aber das werde ich schon noch rausfinden. Entweder, wie gesagt, in den Kommentaren. Oder... Ja, in einer Komplettlösung. Ich beende aber für heute die Aufnahme und dann gucke ich mal... Explosion wohl im Turm. Dann ist der jetzt über ganz Arkham City verteilt. Ja, dann gucke ich mal, ob wir irgendwo Stranges Einzelteile in der nächsten Folge finden. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja die Hoffnung nie aufgeben. Naja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!